Nie war Drucken leichter. Schicken Sie Ihren Auftrag an cwprint.de. Schon kümmern wir uns darum. In jeder kleinen oder großen Auflage. Und in jedem Format. cwprint.de, Ihr Online-Druckpartner. Jetzt 1000 Flyer ab 1990. Wunder gibt es immer wieder, weiß der Volksmund. Auch im Basketball? Rasta Vechta jedenfalls hofft auf ein solches. Bei noch 2 Spielen haben die Rastaner 4 Punkte Rückstand auf die Playoffs. Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Eigentlich. Obwohl die Chance sehr klein ist, aber die Chance ist immer noch da. Und wir sollen uns auch so verhalten in den letzten 2 Spielen. Ne? Wir müssen jetzt gegen Jena zu Hause gewinnen und dann in Essen gewinnen. Und dann sehen wir, was die anderen Mannschaften machen. Rasta muss auf Niederlagen der Hamburg Towers hoffen. Die spielen Sonntag um 17 Uhr zu Hause gegen den VfL Kirchheim, stünden mit einem Sieg sicher in den Playoffs. Doch auch für Kirchheim geht es noch um alles. Hochspannung ist also garantiert. Auch am Samstag im Rastadom. Die Vechter treffen auf den Tabellenfünften Science City Jena. Das Team aus Thüringen spielt eine ganz starke Saison. Schon 16 Siege haben die Mannen von Trainer Björn Harmsen auf dem Konto. Mit gut 83 Punkten pro Spiel sind sie das drittbeste Offensivteam der Liga, werfen, was das Zeug hält. Das ist eine gute Mannschaft, sonst werden die nicht in die Playoffs. Aber ich habe Videos schon studiert und diese Mannschaft ist auf jeden Fall schlagbar. Die machen sehr viel Druck in der Verteidigung und wie du eben gesagt hast, die machen viel Run and Gun, aber das liegt uns auch. Nicht aber im Hinspiel. Am 31. Oktober kassiert Rasta eine 88-99 Niederlage in Jena. Es war die schon 4. Pleite im erst 7. Spiel. 21 Ballverluste provozierten die Jenenser. Rasta kam zeitweise richtig unter die Räder. Gleich 6 Jenenser punkteten zweistellig und gerade die Ganzfeldpresse der Defense bereitete Rasta größte Schwierigkeiten. Ja, normalerweise müssen wir dort kein Problem haben. Wir haben mit Richie, wir haben mit Kevin, wir haben mit Derek Leute, die sehr gut den Ball bringen können. Und wenn eine Mannschaft uns presst, muss das uns liegen. Das muss für uns gut sein. Und da werden wir diese Woche dran arbeiten, diese Presssituation gut zu meistern. Dazu braucht es topmotiviertes und fittes Personal. Rastas Spieler wissen um die Restchance auf die Endrunde, wollen alles geben. Die vielen Wehwehchen müssen ausgeblendet werden. Die Rekonvaleszenten Fabian Franke und Max Weber sind davon ausgenommen. Sie brauchen noch Zeit. Fabian hat gestern das Training wieder angefangen, hat gestern eine halbe Stunde mittrainiert in 5 gegen 5 Aktionen. Aber der wird am Wochenende nicht spielen können. Max wird voraussichtlich den Rest der Saison nicht spielen können. Können, wollen, siegen. Nur darum geht es für Rasta Vechta am Samstag ab 20 Uhr. Der Dom wird natürlich wieder ausverkauft sein. Alle hoffen, dass das Spiel gegen Science City Jena keine Abschiedsvorstellung wird. Der Glaube muss groß sein an das Wunder, aber die geschehen ja bekanntlich immer wieder. Nie war Drucken leichter. Schicken Sie Ihren Auftrag an cwprint.de. Schon kümmern wir uns darum. In jeder kleinen oder großen Auflage. Und in jedem Format. cwprint.de, Ihr Online-Druckpartner. Jetzt 1000 Flyer ab 1990.